Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Herr Schäffler, ich möchte direkt mal auf Sie kommen. Sie sagten vorhin in Ihrer Rede, haben Sie direkt damit angefangen, als Sie hier zum Einzelplan 11 gesprochen haben, der Kurs bleibt klar. Und dann haben Sie auch noch weiterhin gesagt, wohin der Kurs gehen soll, zu mehr Gerechtigkeit. Im Weiteren haben Sie dann ausgeführt, dass dieser Weg für Sie zu mehr Gerechtigkeit über mehr Arbeitsplätze führt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich jetzt nicht mehr ganz genau. Dann haben Sie noch im Weiteren ausgeführt, haben Sie auf den Sozialbericht sich bezogen. Und jetzt die Frage, Sie müssen ihn ja auch gelesen haben. Und im Sozialbericht, sowohl der vom Bund als auch der von Nordrhein-Westfalen, geht ganz klar hervor, dass mehr Arbeitsplätze nicht unbedingt weniger Armut heißt. So, gleichbleibende Armut bzw. steigende Armut kann nicht mehr Gerechtigkeit sein. Wenn das der Weg ist und das der klare Weg ist, den ich auch sehe, es wird ja immer noch weiter ganz klar gesagt vom Ministerium, ja, Vollbeschäftigung ist unser Ziel. Wenn das der Weg ist, dann stimmt entweder das letzte Ziel, was Sie danach angegeben haben, weil eigentlich wird ja auch immer gesagt, unser Ziel ist weiterhin die Vollbeschäftigung. Jetzt sagen Sie, unser Ziel ist die Gerechtigkeit, nur die führt komischerweise nicht über mehr Arbeitsplätze. Das haben die Sozialberichte gezeigt, aus denen Sie zitiert haben. Und jetzt dürfte es eigentlich auch nicht, mehr doll verwundern, dass ich meiner Fraktion genau aus diesem Grund, weil meiner Meinung nach die Zielsetzung die falsche ist, nicht empfehlen kann, diesem Einzelplan zuzustimmen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schäffler zulassen? Ja, bitte. Natürlich. Herr Kollege, haben Sie vielleicht auch wahrgenommen, dass ich in meinem Beitrag gesagt habe, dass es natürlich auch darauf ankommt, die Menschen so zu bezahlen, dass sie von ihrer Händearbeit leben können und dass zum Beispiel der Mindestlohn, der ab 01.01.2015 greifen wird, hier ein ganz wichtiges Instrument ist. Und ich glaube, das müssen kommunizierende Röhren sein, sonst wird das überhaupt nicht funktionieren. Bitte schön, Herr Kollege Bingmann. Auch das habe ich wahrgenommen. Ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil ich diese 8,50 Euro, ich begrüße Sie erstmal als den ersten Schritt, nur in dem Zusammenhang, in dem Sie gebracht haben, von wegen Altersarmut, halte ich Sie für einen Witz. Sie müssten auch einigermaßen nachrechnen können, um die Altersarmut einigermaßen in den Griff zu kriegen. Mit den heutigen Rentenbeiträgen und mit den heutigen Rentensätzen, die dabei rauskommen, dass wir unter 12,50 Euro gar nicht reden brauchen bei einem Mindestlohn, wenn wir die Altersarmut damit in den Griff bekommen sollen. Wie gesagt, nichts gegen die 8,50 Euro Mindestlohn, nur zu sagen, dass das zur Bekämpfung der Altersarmut ist, passt nicht, weil es rechnerisch nicht aufgeht. Eins möchte ich jetzt auf jeden Fall noch kurz zur Schulsozialarbeit sagen. Ein Antrag liegt ja noch nicht vor. Wir nehmen ganz stark an, dass der natürlich also auch im Einzelplan 11 bei Arbeit und Soziales liegen wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie es eingesehen haben, dass die Schulsozialarbeit weiterhin unterstützt werden muss vom Land, auch wenn sich der Bund aus der Verantwortung stiehlt. Das haben wir immer so gesehen, wir sehen es auch so, eigentlich müsste der Bund zahlen. Was wir nur nicht nachvollziehen können, ist, wieso brauchen Sie 1,5 Jahre dafür, um den Menschen eine Sicherheit zu geben? Wir haben vor 1,5 Jahren schon gesagt, dass es ein massives Problem gibt bei den Schulsozialarbeitern, weil die schon letztes Jahr im August angefangen haben, sich zu bewerben. Das heißt, am Ende des Jahres gab es schon viel weniger Schulsozialarbeiter wie vorher. Und das haben Sie jetzt bis ganz knapp vor Dezember wieder ja fast eskalieren lassen. Und ich fand es eigentlich sehr bezeichnend von Herrn Mostafizadi, dass er gesagt hat, er möchte gar nicht die Schulsozialarbeit retten. Nein, das hat er gar nicht gesagt. Er sagte, wenn wir jetzt nicht eingeschritten werden, also uns jetzt nicht umgehen, hätten wir sie nicht wieder aufbauen können. Genau das ist das Problem. Sie haben die Schulsozialarbeit durch ihre Abwarthandlung eigentlich praktisch zerstört und jetzt muss sie wieder neu aufgebaut werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.